Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transport Fever Schönbau. Und das Thema der heutigen Folge, ich habe ein bisschen am Stadtrand herum gebastelt. Im Wesentlichen genau das, was man jetzt gerade hier in diesem Bildausschnitt sehen kann. Und hier drüben ist auch noch so ein bisschen was entstanden, so was bisschen Trabanten-Stadtmäßiges. Da habe ich überwiegend mit den Plattenbau-Assets gearbeitet. Dann ist hier nochmal so eine kleine schnucklige Siedlung am Stadtrand entstanden mit eher kleineren Häusern. Dazu einen kleinen Weiher und hier drüben ist einfach noch, naja, ein kleiner Sportplatz, Fußballplatz, Bezirkssportanlage, sowas in der Richtung. Und dann habe ich das Ganze natürlich noch ordentlich ausgarniert hier mit jeder Menge Bäumen. Hier drüben habe ich eine fertige Müllhalde reingeklebt, die findet man in der neue Industrie-Mod. Und des Weiteren habe ich das Ganze dann einfach noch ein bisschen weiter ausdekoriert. Hier die ganze Ecke an diesem Badesee, den ich ja schon mal gezeigt habe, wo hier drüben das kleine Städtchen bzw. diese kleine Ortschaft gerade noch in der Entstehung sich befindet. So, dann zur Einordnung. Ich denke, man kann das schon nachvollziehen, wo sich das Ganze befindet. Hier drüben ist der IKEA, dann ist hier drüben diese Baustelle und das Kraftwerk, was, glaube ich, erst in der letzten Folge dran kam. Und ich denke mal, das sollte einigermaßen klar sein, wo sich das Ganze hier geografisch auf der Karte befindet. Der Detailgrad muss natürlich noch ein bisschen erhöht werden, wenn wir uns hier so ein bisschen umsehen. Das sollen ja natürlich Autohäuser sein. Die Idee dahinter war tatsächlich, das habe ich in Lindau so ähnlich gesehen, da befindet sich tatsächlich direkt bei der Autobahnausfahrt oder beziehungsweise dort, wo die Autobahn nach Lindau hinein eben endet, habe ich Autohäuser entdeckt oder zumindest eins, was eben auch irgendwie so ähnlich, also die Anordnung war halt so ähnlich wie hier und deswegen, das war so ein bisschen die Ideen, der Ideenstifter dazu. So, ja, wie gesagt, also da fehlen halt noch ein paar Details. Autos müssen natürlich hier noch abgestellt werden und das Ganze muss noch irgendwie ein bisschen etwas lebendiger gestaltet werden. Aber ich denke mal, es ist schon gut genug an der Stelle, um es einfach mal zu präsentieren. Dann steigen wir doch direkt in die Bastelzeitraffer ein. Beziehungsweise, es gibt noch einen kleinen Einschub, weil das auch ungefähr in derselben Ecke entstanden ist. Das war so ungefähr die Bastel-Session, wo ich zum ersten Mal ein bisschen großflächiger mit diesen ganzen Plattenbau-Assets gearbeitet habe. Deswegen sieht das auch alles noch so ein bisschen, naja, noch nicht so ganz ideal aus. Da muss man ja auch erstmal ein bisschen warm werden, wenn man neue Assets bekommt. Ich habe einfach mal wild alles Mögliche aufgestellt und versucht zusammenzufügen, einfach um zu sehen, wie das dann quasi so im Verbund alles wirkt. Und perfekt ist es nicht geworden, aber man kann halt schon auf diese Art und Weise relativ großflächig, relativ zügig arbeiten. So, das werdet ihr gleich sehen, da entstehen. Also das dürften vielleicht also Realtime 10 bis 15 Minuten gewesen sein für dieses ganze Areal, was man jetzt hier gleich sehen wird, die Bastelzeitraffer. Also dieser Abschnitt, diese Sequenz ist ein bisschen über 2 Minuten lang geworden. Kann man sich ja ausrechnen, wie lang es dann, nachdem das auf 6-facher Geschwindigkeit läuft, in Realtime war. Also es geht wirklich flott von der Hand, wenn man quasi Lücken füllen möchte und das Ganze so mit einem eher geringen Detailgrad, dann ist das hier keine schlechte Idee. So, Block für Block geht's weiter. Das war jetzt quasi der erste Block, den ich gefüllt habe. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich das noch, also ein bisschen weiter ausdekorieren wäre es natürlich noch. Bäume und sowas wäre noch dazukommen und so. 1, 2, 3, 4, 5 kleinere Details, aber übertreiben wäre es an der Stelle auch nicht. So, alles wild durcheinander rotiert. Quasi einfach mal die ganze Palette benutzt. Das ist dann im Übrigen auch, also heute gehen die letzten wirklich alten Bastelzeitraffern über die Bühne. Danach kommt nur noch ziemlich aktuelles Material. So, das wollte ich jetzt einfach mal noch irgendwie in dem Video verwenden, verwursten das Ganze. Weil zum Wegschmeißen ist es ja doch irgendwie zu schade, das Ganze. So, 2 Blöcke sind neu dazugekommen. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Eben diese kleine Siedlung, die ich gerade schon mal kurz gezeigt habe. Und das ist eben jetzt die Entstehung. Das werde ich auch nicht mehr so oft zeigen, weil es halt auch immer dieselbe Herangehensweise ist. Ich denke, man kann das immer mal wieder so ein bisschen mit reinmischen als kleine Anregung.
Aber das wird auch nicht mehr so oft vorkommen, weil ich habe schon den Eindruck, das habe ich jetzt einfach schon sehr, sehr oft gezeigt, eben genau diese Herangehensweise. Häuser setzen, dann die Straßen hier reinziehen, beziehungsweise das sollen ja die Einfahrten sein zu den Grundstücken. Dann wird das Ganze natürlich noch eingezäunt, dann kommen noch Bäume dazu, ein paar Texturen und das ist halt immer derselbe Kram. Deswegen, das wird auch eher rausfliegen aus dem Programm, außer ihr sagt natürlich, nee, lasst das mal drin, das ist cool. Kann man schon immer wieder mit einbauen, aber das wiederholt sich halt, wie gesagt. Ist aber keine schlechte Herangehensweise, wie ich finde, um einfach realistisch wirkende Grundstücke zu erstellen, hinzubasteln. Also man hat ja die Wahl bei diesen, bei den frei platzierten Gebäuden, die ich verwende. Es gibt ja auch noch diese Town Buildings, die auch quasi das Ähnliche liefern oder das Gleiche liefern als Mod inhaltlich, nur auch noch mit Vorschaubildern und irgendwie ein paar mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Muss ich mir bei Gelegenheit auch mal anschauen. Ist vielleicht tatsächlich die bessere Option als das, was ich aktuell verwende. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, man kann ja bei den Gebäuden auch einstellen, ob da die Zäune dabei sind oder nicht. Wenn man die Zäune eben dabei hat, dann bekommt man automatisch ja die fertig eingezäunten Grundstücke, sage ich mal. Und das ist halt dann, ja meine Güte, Vanilla-Bauweise halt. Und ich mache es halt eben jetzt auf diese Art und Weise und zäune mir die Grundstücke einfach selber ein hier mit diesen ganzen Hecken. Und ich finde, das wirkt einfach schöner. Das wirkt realistischer, authentischer. Und deswegen ist das die Mühe auf jeden Fall wert in meinen Augen. So, und wie gesagt, eben immer dieselbe Herangehensweise. Häuser setzen, Fußwege, Einfahrten bauen, das Ganze ein bisschen begrünen und mehr ist es eigentlich nicht. So, dann hier noch einen kleinen Fußballplatz reingezimmert oder irgendwie eine Sportanlage halt für die umliegenden Viertel, damit sich die Leute hier auch ein bisschen sportlich betätigen können. Und wo mir gerade einfällt, also an der Stelle sowieso nochmal vielen, vielen Dank für die weiterhin so hohe und positive Resonanz. Es kommen nach wie vor so viele Bastelvorschläge rein, dass ich gar nicht weiß, ob ich das alles auf dieser Karte noch umsetzen kann. Das ist der pure Wahnsinn. Aber ihr könnt euch sicher sein, das dauert natürlich immer eine ganze Weile, bis ich irgendwas umgesetzt habe. Das ist einfach so, aber alles, was mir gefällt und wenn ich dann auch auf die Kommentare antworte, dass ich das auf jeden Fall machen werde, dann tue ich das auch. Dauert halt einfach nur eine ganze Weile. So, und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Jetzt habe ich es vergessen. Sorry. Ach ja, genau. Mitfahrten. Stichwort Mitfahrten. Es wird auf jeden Fall diese Woche mal eine erste, etwas ausgedehntere Mitfahrt geben. Warum das so lange dauert oder warum bislang noch fast nichts zu diesem Thema kam, ist schlicht und ergreifend die Tatsache, dass die Strecken halt noch nicht fertig sind. Also ich zeige das auch gerne schon mal oder ich mache auch Mitfahrten schon mal, wenn das Ganze noch nicht so bei 100% Dekoarbeit und so weiter ist, aber einen gewissen Anspruch habe ich da halt schon und also ich will jetzt nicht irgendwie mitfahren durch kilometerweise einfach unbebautes Gebiet machen, das lohnt sich halt einfach nicht. Ich bin aber aktuell auch dabei, mich quasi mal wieder ein bisschen weiter aufs Land hinaus zu basteln, beziehungsweise einfach Richtung Österreich runter. Da entwickle ich die Strecken einfach so parallel nach und nach. Auch das wird eine ganze Weile dauern. Das ist einfach, das sind weite Distanzen. Das werden definitiv die längsten Strecken, die ich überhaupt jemals hatte in diesem Spiel. Deswegen, das dauert einfach so. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass bis Ende der Woche, also ich denke mal für die Freitagsfolge, dürfte es schon mal so die erste Mitfahrt geben. So, aber falls ihr euch fragt, warum da so selten was kommt, wir sind einfach noch nicht so weit auf der Karte. Das dauert einfach noch ein bisschen, bis das mal alles in einem vernünftigen Zustand ist und dann wird das natürlich alles noch kommen. So nach und nach. So, zur Bastelzeitraffer gibt es ja eh nicht viel zu sagen. Also ich muss jetzt nicht jeden Baum kommentieren, deswegen gehe ich ganz gerne mal auf andere Sachen noch ein bei der Gelegenheit. So, und weiter geht's. Jetzt wird es vielleicht nochmal ein bisschen interessanter hier. Da habe ich eben diese Autowerkstätten bzw. Autohändler, Autohäuser hingestellt, erstmal so in der ersten Ausbaustufe. Nicht mehr ganz der Rohbau, aber da fehlen halt, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, einfach noch einige Details. Und wo wir gerade beim Thema Mitfahrten waren, das werdet ihr dann sehen am voraussichtlich Freitag, wenn es eben dann die erste bisschen längere Mitfahrt gibt.
Die Performance macht schon Probleme. Also gerade so im Stadtgebiet beziehungsweise rund um den Hauptbahnhof herum. Natürlich, je näher man dem Hauptbahnhof kommt, desto schwieriger wird es natürlich. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Am Hauptbahnhof laufen einfach mittlerweile sehr, sehr viele Linien zusammen. Also ich habe fast jeden Bahnsteig mittlerweile mit einer Linie belegt. Dann dazu kommt der ganze Tramverkehr, die ganzen Busse, die LKW-Linien, die ich mittlerweile da durchfahren habe. Und noch so viel mehr, die U-Bahn, die noch unterirdisch unten, also unterm Hauptbahnhof durchfährt. Und dann natürlich auch wirklich eine Vielzahl von Sims. Also ich habe gerade nochmal nachgesehen, ich führe ja tatsächlich eine ganz altbackene, altmodische Strichliste, um da den Überblick zu bewahren. Und das sind halt jetzt mittlerweile, sind wir bei 2650 Sims auf der, 4650 Sims auf der Karte angekommen. Und ich bin schon am Überlegen, ob ich da nicht vielleicht ein bisschen übertrieben habe. Also wahrscheinlich hätte es die Hälfte auch getan, um das alles irgendwie einigermaßen lebendig wirken zu lassen. Aber naja, das ist halt der einzige Fehler, den ich mir selber ankreiden muss. Ansonsten ist es halt, wie es ist. Also es geht halt nicht besser. Aber ich kann euch auch beruhigen, also es ist keine komplette Dia-Show jetzt im Bereich um den Hauptbahnhof herum. Es ist halt einfach etwas schlechtere Performance als am Anfang. Das werdet ihr ja sehen. Aber wenn, also solange der Zug übers Land fährt, so einigermaßen und nicht irgendwie in einem Umkreis von 2 Kilometern circa am Hauptbahnhof unterwegs ist, ist das schon alles noch im Rahmen und schön anzusehen. Also auf jeden Fall. Das passt schon. So, jetzt sind wir hier schon im Bereich der Bepflanzung sozusagen. Und ich gehe mal davon aus, ihr könnt das einordnen, wo sich das alles auf der Karte befindet. Ich habe es ja am Anfang schon ein bisschen gezeigt, so wo wir unterwegs sein werden in dieser Folge. Und es wird demnächst auch auf jeden Fall nochmal eine Übersicht geben, weil ich habe ja schon gesagt, ich habe mich jetzt wieder so ein bisschen aufs Land rausgebastelt. Das wird dann wahrscheinlich in den Folgen, wo ich das zeige, vielleicht auch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen sein. Deswegen wäre ich dann bei Gelegenheit, wenn das alles über die Bühne gegangen ist. Ich habe angefangen, einige Kleinstädte auf dem Weg nach Österreich zu bauen, bis runter zu wirklich winzigen Dörfern, wo wirklich halt wirklich nur eine kleine Dorfkirche rumsteht, vielleicht so ein Dorfplatz, noch irgendwie ein Wirtshaus und mehr passiert da nicht. So, all solche Dinge habe ich jetzt mal angefangen und das wird dann so in den nächsten Folgen über die Bühne gehen. So, zu guter Letzt, das sind jetzt schon, glaube ich, so ungefähr die letzten Arbeitsschritte, habe ich dann noch eine Buslinie hier am Stadtrand angelegt. Damit die Sims eben auch zu ihren Arbeitsplätzen und Einkaufsmöglichkeiten kommen können. Und als ich, weil ich eh schon in dieser ganzen Ecke hier unterwegs war, habe ich einfach gleich direkt mal versucht, das Ganze noch ein bisschen weiter auszubauen. Recht viel mehr wird wahrscheinlich hier so am Rand der Karte auch nicht passieren, weil das lohnt sich einfach nicht, hier den Detailgrad so hoch zu drehen, wenn hier eh nicht mal in der Nähe irgendwo eine Eisenbahn vorbeifährt. Deswegen lasse ich das hier wahrscheinlich alles eher so ein bisschen mit weniger Details einfach gehalten. Was natürlich nicht heißen soll, dass das dann am Ende nicht schön aussehen soll. Okay. Gut, dann sind wir auch so gut wie durch. Ich habe natürlich noch ein paar Kameratool-Aufnahmen vorbereitet, eben aus diesem Bereich rund um diese Autohäuser, weil der Bereich, finde ich, ist soweit ganz gelungen, eben abgesehen davon, dass noch ein paar Details fehlen. Und dann klinke ich mich doch an der Stelle schon mal aus und sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen und wenn ihr Lust habt, dann schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein. Würde mich sehr freuen, wenn es weitergeht hier auf der Schönbaukarte. Viel Spaß noch mit den Kameratool-Aufnahmen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.